Ja. Oh. Oh ja, das ist ein guter. Oh, da ist noch ein Wels, ein großer. Direkt vor mir, noch ein zweiter. Hier. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare starring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre. Empty out the reservoir. Neuer Tag, neues Glück. Heute beginnt der vierte Angeltag. Wir sind ausgeschlafen, schön gegessen. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Jetzt sind wir gestärkt für die hoffentlich dicken Waller, die heute noch kommen. Sind wir mal gespannt. Jetzt schmeißen wir unser Zeug ins Auto. Der Jörg müsste auch jeden Moment auftauchen und dann geht's los. Wir halten euch auf dem Laufenden und viel Spaß bei Tag 4. Bei so einer Tour müsst ihr auch immer mal die Schnur kontrollieren. Jetzt hier die ersten paar Meter, sieht man, ist ziemlich ausgefranst. Ne? Deshalb schmeiße ich jetzt mal 3-4 Meter von der Schnur runter, dass wir kein Risiko eingehen, irgendwie einen Schnurbruch oder so beim Fisch zu kriegen. Ja, das kann halt immer passieren. Ne? Man hat Steine im Wasser liegen und dann zieht man mal unbemerkt drüber und dann sieht die Schnur irgendwann so aus. Ne? Also runter damit, 3-4 Meter und dann passt das wieder. Oder wie im Jörg seinem Fall, komplett neu bespulen, weil er hat ein paar Meter Schnur verloren, also einige, und wurde die Wurfweite ein gutes Stück beeinträchtigt. Jetzt spule mal neu auf und dann können wir starten. Jetzt werden erstmal die Rollen gefettet, geölt, erstmal noch eingrämen, ne? Für die empfindliche deutsche Haut. Hier im Oberstübchen. Ja, schönes Gesicht braucht Platz, ne? Und der Schnorchel, der ist ganz wichtig. Wenn der verbrannt ist und die Öhrchen. Die Schweineöhrchen. Guckt euch die Schweinerei mal an. So was findet man leider öfters hier in Spanien. Ganzes Sofa hier, der Abhang runtergeschmissen. Unglaublich. Die Dreckschweine. So, die ersten zwei Stunden waren schon mal nichts. Der Plan ist nicht aufgegangen. Ja. Jetzt sind wir mal, sagen wir, 300-400 Meter flussaufwärts noch gefahren. Probieren wir mal noch da unser Glück. Dann hatten wir eben zwei Fehlbisse. Du einen und ich einen. Ne? Ich noch einen, ja. Das war's. Jo, ja. Sehr mau haben wir uns mehr erhofft, aber so ist Angeln. Ne? Das kann halt in 2-3 Stunden am gleichen Platz nochmal ganz anders aussehen. Ne? Jawohl. Da darf man nie darauf gehen. Da ist man halt zur falschen Zeit am falschen Ort. Jo, egal, weitermachen. Drin. Mist. Schade.
Oh, hast du ja gesehen? Oh, da kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Hat Wut einmal der Rot untergerissen, Feier. Oh, leck. Ey, da gibt's doch nicht. Kannst du überhaupt einen Haken dran? Oh. Schon nochmal Fisch berührt. Nochmal, hey, vor. Vielleicht steht da auch ein Pool Karpfen. Oh, schon ein Biss. Ja, da sind Fisch da. Vorsicht, hab bei mir war getupft. Ja, dann sind Fisch da. Ja. Oh, den hast du gesehen. Oh, jetzt aber. Das gibt's doch nicht. Endlich hängt der mal. Ja, von unten ausgebüht. Ja. Hammerhart. Vier Bisse jetzt hintereinander. Fünfter oder fünfter, ne? Verrückt. Verrückt, du. Oh, der Regal, schau mal. Oh, holek, gibt's doch gar nicht. Doppeldrill. Geil. geil. Ja. Hä? Kann man den als Köderfisch holen, dahin, oder? Ja? Also meiner ist Gräser. Geil. Aber hat der Ring gehauen? Hat er wie ein Groß? Ja, das ist der Hammer. Jetzt ganz schön Aktion da innerhalb von ein paar Minuten, ne? Ja. So. Supi. Da. Krass. Nicht schlecht, da scheinen hier ein paar kleine zu stehen, ne? Ja, das sind sieben Bisse jetzt noch innerhalb von fünf Minuten. Ja. Hammer. Endlich mal ein bisschen Aktion. Mein guter Köderfisch. Alter, da hat Regel, wie groß er, ne? Oh, Biss. Also hier probieren wir im Endeffekt ein bisschen Fluss auf die andere Seite zu werfen, dass wir in der Flucht schön hier hinkommen, weil da auf der Höhe kommen die ganzen Bisse im Moment. Schön so langsam, wie es geht, durchkurbeln. Hat der aber Regen gehauen. Hat der mal funktioniert. Hat der aber Regen gehauen. Wie groß er? Hammerhart. Bis Nummer 9. Nummer in 10 Minuten, ne? Ja. Dann bring ihn doch her. Ich meine, oder mach Schnorr ab. Man kann abmachen. So. Guck dir das doch mal an. Hau rin wie ein großer. Packst du den allein? Ja, da können wir hin. Ja? Der ist so schwer, bist du ja sicher. Soll man ein Bild zu zweit machen? Hammerhart. Zwar die Kinderstube, aber funktioniert. Ja. Du führst mal, das giftet nicht. Nö, kann nicht. Ne, das also so. Können wir noch nicht weiter, Mann. Ups, oh, der hat Maßehut runtergerissen. Hammerhart, nächster Fisch. Ja, weit raus, der schwimmt weiter raus. Ja, der gibt's ja gar nicht. Das ist dieselbe Kategorie. Das ist immer derselbe. Unglaublich. Den habe ich programmiert. Ja, der. Hammerhart. Aber da kann 2 cm größer sein. Ich würde sagen, 1,5. Wollt nicht gleich übertreiben, ne? Die Rute sich biegt. Also. Doch, der läuft schon ein paar Zentimeter. Aber. Drei. Nicht schlecht. Auf jeden Fall haben wir hier Action.
Ja, ja, doch. Ja. 3 Zentimeter größer, 3. Hammerhart. Jetzt geht's rund. Alles dieselbe Größe, ne? Ja. Der erste war ein bisschen größer. Jetzt die letzten 3 Loch. Isaiah war vor 8 Mal derselbe. Ja. Verrückt. Oh, Biss! Oh, oh. Du Sauhund! Mensch, ne? Ja. Oh, Riese, der hat fast einen Meter. Komm noch, Helwig da. Saubär, gerade gesagt. Ja. Keine Bisse mehr. Zack, Riech Nummer 9. Riech Nummer 9, ja. Dann sagt, kaum ist die Sonne draußen, es war die ganze Zeit bewölkt. Da kam die ganze Bisse, kaum war die Sonne da, nichts mehr. Aber der wollte doch. Eine Nummer größer. Saubär. Oh, du. Da ist er. Supi. Ja. Saubär. Noch 5 Nummern und dann kommen wir da hin, wo wir wollen. Ne? Noch 5 Nummern Gräser. Ja. Aber wir steigern uns. Nächster Fisch. Genau an der Stelle steht Zucker. Unglaublich. Ja, kurios, alle Bisse kommen nur hier unterhalb. Lass noch mal Nummer kleiner, ne? Ja. Kriegst du dann hin, ne? Ja, ja. Hammerhart. Oh, ja. Ja. Oh. Oh ja, lass ihn gut. Auf der Davy. Na, komm da hoch. Jawohl. Der hat er schön geholt, den da. Der weiß noch gar nicht, wann geschieht, Alter. Oh, wie der steht. Ah, endlich mal ein besserer Einschlag bei Mike. Weißt du, Fisch Nummer 12, ne? Fisch Nummer 12 in einer Stunde, anderthalb und jetzt endlich mal ein besserer. Man gerade gesagt, er hat gerade auf den Davy gewechselt und man hatte Rückgewind. Ne? Damit er ein paar Meter weiter kommt, hat direkt die Biskin. Oh, der läuft gut. Oh. Ah. Jawohl. Ah.
geil. Wenn man die ganze Zeit drauf geht, da, ja. Wenn du gesagt, Mensch, das gibt's doch nicht, das soll nicht mal anziehen, das gibt's ja, das waren die 3 Meter weiter. Das waren sie. Ja. Aber ich hab gesagt, ob man nicht noch 50 Meter oberhalb des Flachs gut einsteht. Ich glaube, das kann man kaum beachten, das ist das Problem. Ey, der läuft noch lange nicht durch. Oh, da ist noch ein Wels, ein großer. Direkt vor mir, noch ein zweiter. Hier. Der ist mitgeschwommen, ja. Der war jetzt hier vor mir direkt, schon gesehen. Jetzt ist er aber weg, er ist. Ja, Hammer. Er ist brutal. Oh, leck. Geiler Drill. Oh. Der Tom macht richtig gut. Ui. Den haben wir noch lange nicht. Oh, die dürfte das Camp auf jeden Fall. Die Felsen sind ein Stückchen weiter oben. So, jetzt kann man sagen, Ausdauer gelohnt. Ne? Aber es hat auch damit zu tun, dass wir laufen, Spitze hatten. Handschuhe anziehen und der Fisch ziehen, geil. Auf jeden Fall. Brutal. Der hat noch Bock, der da. Wird gar nicht müde, da. Hart. Hammerhart. Jetzt kommt er. So soll's sein, ne? Zeitig. Oh ja. Schöner Fisch. Haha. Hat. Thank you.
Naja. Dann ist schon rübergekommen. Nimm ich mit zwei Händen greifen den da. Ja, ja. Roll dann vielleicht ein bisschen am Fluss hoch. Ja. Oh. Na komm schon. Der ist ordentlich. Das ist schon eine Rolle ziemlich weit auf. Damit er. Ja. Trümmer! Hat, hammerhart! Oh, brutal! Das hat. Das ist hart! Jawoll, schaut euch den Schädel an. Total. Hammerfisch. Nur mal der kleine Davy mit seinem 6 cm Schaft. Brutal. Hammer. Geil. Geil. So, Jungs und Mädels, hier ist das Hammerteil. Da, 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 da. Total. Und der Fisch erst. Ey, der absolute Hammer. Was für guckt ein geiler euch das Tag an. Was für ein geiler Fisch. Oh, den können Hammer wir. Hammer. Geile Meile. Kleiner, kleiner Riesenfisch. Davy Waller. Ja. 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 Jawohl. Jetzt geht's. Jawohl. Da stellt sich jetzt Lorin. So kann er gut stehen. Ja. Mann, Mann, war das ein Hammerfisch. Jetzt müssen wir erstmal ein kurzes Päuschen machen, um das dort zu verdauen, ne? Ja, ja. Ja, die Sonne heute, man muss auch sagen, heute ist der wärmste Tag. Ne? Ja, ja, die bollert ohne Ende. Brutal, jetzt stehen wir die ganze Zeit schon in der Sonne. Jetzt essen wir ein flüssiges Baguette und dann fischen wir noch den Platz ein bisschen. Ne? Und wir probieren noch, ich sage mal, maximal eine halbe Stunde, wenn nichts mehr kommt, hat der Fisch zu viel Unruhe gemacht. Ne? Dann ja, lassen wir ihn ruhen. Dann wechseln wir. Genau. Ja gut, wir sind ja jetzt schon zeitlang hier, aber muss echt sagen, der Platz hier, der hat jetzt beste Frequenz von allen, ne, bis jetzt. 12. Ne? 12 Fische gebracht, müsst ihr mal überlegen. Innerhalb von eigentlich in einer Viertelstunde, 20 Minuten, kamen die 11 Fische, dann kam ein kleines Loch, wo nichts passiert ist, und dann hat der Große noch reingedonnert. Ne? Mhm. Hammerhart. In der kurzen Zeit die Anzahl der Fische, Bombe. Ja, hat gesagt, jetzt fischen wir mal einen Platz auf der Strecke. Ne? Eigentlich gar nichts Besonderes und ja,
ist gerade ein Trupp vorbeigezogen oder mehrere. Und hat gepasst, ne? So ist es. Na, wir hatten ja noch einige Fehlbisse. Wir hatten bestimmt noch 6, 7, 8 Fehlbisse. Ja. Ja. Wir hatten hier jetzt so an die 20 Bisse. In der recht kurzen Zeit. Aber wie das so ist, ne? Da fangst du am Anfang. Erst waren ein paar Fehlbisse, dann haben wir den ersten gefangen. Und dann eigentlich so nacheinander, ne? Ständig. Und dann kamen noch bei mir auf den Davy die zwei Fehlbisse. Und ich dachte, da machst du mal kleineren drauf. Und da habe ich wieder den 50er Rassel drauf gemacht. Und da hat der Mike mal den Davy drauf gemacht. Und da haut die Granate rein. Ich habe einen Schuh auf den Davy gewechselt, weil ich gesagt habe, komm, 3 Meter mehr Wurfweite brauche ich noch unbedingt. Ne? Da kam gerade auf der Rückenwind, da habe ich gesagt, jetzt muss ich werfen. Und genau das hat gepasst. Ne? Ja, kleiner Köder kann auch riesen Fische bringen. Ne? Also, in diesem Sinne, jetzt verdauen wir das Ganze noch ein bisschen und dann geht's gleich nochmal ans Wasser ein paar Würfe machen. Ja, so sieht's aus. Weiter geht's dann. Jawohl. Fisch. Jetzt noch eine 20 Minuten Flaute. Das haben wir gerade gesagt. Machen wir noch 3 Würfe, da geht's weiter. Also an einem anderen Platz. Ja, gab's noch ein Biss? Nach 2 Wochen gab's ein Biss, ne? Ja. Die freckerten nur die Hauerin manchmal, ist unglaublich. Ja. Ja. Zupi. Oh. Oh. Ja, nächster Fisch, unglaublich. Noch 10 Minuten später. Der Jörg hat seinen noch nicht drin geschmissen. Ah. Jetzt kommt noch mal ein Trupp hier vorbei. Anscheinend. Hammerhart. Aber das war jetzt mal der erste Kleine, der hier oberhalb gebissen hat. Alle kleinen, die Bisse von den Kleinen kamen alle hier unten, wo der Jörg fischt. Und das war jetzt mal der erste, der hier oben gebissen hat. Der Hammer. Gerade gesagt, mal wechseln. Ja, das ist übrigens genau derselbe Köder, mit dem ich eben der 240er gefangen habe. Ah, geil. Groß wie klein, lieben den Davy. Nächster Stravellino. Nur Stravellier. Noch Stravellier? Nee. Hat hier ein kleiner Fisch unterwegs ist, das gibt's ja gar nicht. Das wollen jetzt mal wieder in kurzer Zeit, wenn wir hier Bleibe geben, ne? Ja. Ja, helfen wir mal gerade hier raus. Jawohl! Danke. Oh. Oh. Warte, 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 warte. So. Nee, da komm ich nicht hoch. Warte mal, war ich eben hier? Ja, gehen wir nebenan. So kriege ich mein Bein gar nicht. Hier ist besser. Ich glaube, hier bin ich eben raus. Ja. Gut. Teamwork. So ist das oft, ne? Ja. So, fertig mit dem Platz, der richtig gut war. Haben wir 15 Fische gefangen. Halt viele, viele kleine, aber eine Granate dabei vom Mike, ne? Und jetzt haben wir schon kurz nach 7. Jetzt gehen wir noch schnell gucken, dass wir einen Beutel Eis bekommen. Getränke werden warm. Und dann werden wir noch heute Abend eine Stunde, anderthalb den letzten Platz fischen. Und mal gucken, was rauskommt. Ich bin mir sicher, wir hätten hier auf dem Platz heute Abend noch 5 Fische gefangen. Halt viele kleine und vielleicht auch noch einen guten. Aber man kann dann auch ganz platt fischen, den Platz. Da brauchen wir morgen, übermorgen nicht mehr hinzufahren. Jetzt ziehen wir weiter. Alter doch. Oh. Egal, das wäre schon der erste Fisch gewesen. Schade. Ja, gestern haben wir es nicht mehr geschafft, den Abschluss zu machen. Wir waren ziemlich alle. Gestern Abend waren wir noch eine halbe Stunde Fische nach dem Kracher. Und da sind wir ins Bett gefallen und das Thema war durch. Deshalb holen wir das heute nach. Der Tag gestern war bombastisch. Vor allem die Nachmittagszeit in dieser 2-Stunden-Periode, wo wir so viele Fische, so viele Bisse hatten, das war, also dieses Zeitfenster war unglaublich. Ne? Und dann mit diesem dicken Fisch noch als Abschluss war wirklich der Hammer. Und von daher haben wir gestern Abend zeitig abgebrochen. Dann gesagt, das reicht für heute. Wir haben uns genug verausgabt und ja, besser konnte der Tag 4 eigentlich gar nicht laufen. Jetzt sind wir bei Tag 5, aber das seht ihr im nächsten Video.